Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zur heutigen Map geht es um die Fels-Parcours-Karte. Die wurde jetzt von den Modder Alien Gym im Mod-Hub eingereicht und auch für alle verfügbar gemacht. Das ist im Prinzip eine Karte, wo man halt Traktoren, Geräte und Co. auf die Ausdauer, Fahrverhalten und halt auf mehr testen tut, und da hat das Modding-Team halt mal die Karte veröffentlicht im Mod-Hub, hat noch ein paar kleinere Details dazu mit reingeschnitten, um uns halt auch die komplette Karte zur Verfügung zu stellen. Genau. Die Karte ist aktuell für alle Plattformen verfügbar, also für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S in der Version 1.000 und hat ungefähr 100 MB. Also die genau hat sie 95,93 MB. Da habe ich ungefähr gesagt 100 MB circa. Genau. So, wir haben hier am Anfang zum Beispiel den Case hier, den Case Magnum, den Strautmann und den Rungwagen für Holz zu laden. Des Weiteren haben wir hier eine Werkstatt, ne, da können wir hier die Sachen reparieren zum Beispiel, und einen Händler. Dann haben wir hier noch eine Art Händler, die wir anrufen können bei Abruf. Ne, da kommen wir zum Händler rein. Zack. Des Weiteren gehen wir mal hier rüber. Hier haben wir noch ein bisschen Deko stehen. Zwei, drei kleine Häuschen. Dann lodert hier Feuer. Oh, okay. Action Fire Drum auf Kreis drücken. Okay, was passiert denn da? Oh, cool. Hier kann man das Feuer außen anmachen. Geht natürlich auch. Ist auch schon schick gemacht, auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir hier ein Kaufsilo und ein Verkaufssilo für verschiedene, sage ich jetzt mal so, Ernte oder halt zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln oder so. Je nachdem, welche Hänger ihr habt, ne, könnt ihr halt die Sachen kaufen und wieder verkaufen. Farmers Market. Dann kommen hier noch eine Verkaufsstation. Dann haben wir hier noch eine Verkaufsstation. Hier haben wir noch eine Verkaufsstation. Und hier haben wir noch eine Verkaufsstation auf jeden Fall. Ne? Also im Prinzip mehrere Verkaufsstationen. Dann haben wir hier die Biogasanlage. Die 99 kW, glaube ich. Genau. Die könnt ihr aktuell für 1 Euro kaufen. Ja, für 1 Euro, ja. Und beachtet bitte, sobald ihr die verkauft, verschwindet die automatisch. Also, wie gesagt, ihr müsst halt darauf achten, wenn ihr die wieder verkaufen tut, da kriegt ihr kein Geld dazu. Und die verschwindet dann auf der Karte. Des Weiteren haben wir hier ein Fahrsilo für die Biogasanlage. Und jetzt kommen wir auch zum interessanten Teil. Jetzt haben wir hier zum Beispiel stehen Placeable Testing Area. Dann gehen wir mal auf die Karte gucken. So, wir sind ja hier unten, ne? Hier unten. Und dieses Stück hier, von hier oben nach hier, dann hier runter, dann hier, ist ein komplettes Areal, wo ihr halt Sachen testen könnt oder platzieren könnt, zum Beispiel. Da hat das Modding-Team halt auch sich Gedanken drum gemacht. Und wir sagen jetzt mal, ja, wir lassen die Leute mal ein bisschen ausprobieren, lassen die Leute mal tüfteln und so weiter und so weiter. Und das Blaue hier, das ist Wasser. Können wir zum Beispiel mal gucken gehen. Ne, wie gesagt, wir sind ja hier, Placeable Testing Area. Und ihr könnt halt im großen Stil und so halt die Sachen testen oder halt auch Sachen platzieren zum Beispiel. Hier haben wir das Wasser. Ich stehe jetzt gerade noch im Silo drin, deswegen wird jetzt noch der Füllstand angezeigt. Gehen wir mal ein bisschen weg, genau. Des Weiteren habt ihr bestimmt noch verschiedene Sachen hier zu platzieren. Da gehen wir mal alle durch. Gebäude, Hallen. Haben wir hier jetzt keine, außer die Standardsachen.
Dann gehen wir mal bei Silo gucken. Da haben wir auch die Standardsachen. Silo-Erweiterung natürlich auch. Container haben wir auch Standard am Start. Dann haben wir hier bei Tools einmal die Werkstatt von dem Felsparcours und einmal das Teleportationsgerät. Das ist im Prinzip so eine Art kleines Gerät, wo ihr halt auch auf der Karte einen Spawnplatz habt, zum Beispiel. Also ihr könnt ihr zum Beispiel hinsetzen, ne? Und auf der Karte wird es dann halt automatisch als Haus markiert. Könnt ihr dann hier hinspringen und dann seid ihr hier automatisch hier drauf. Auch interessant. Gibt es auch ein Mod-Hub, ne? So zu laden, ne? Könnt ihr auch so für eure Karte benutzen, ne? Des Weiteren haben wir hier Tools haben wir ja durch, Farmhäuser auch Standard da. Dann gehen wir mal bei Produktion gucken, Fabriken. Da haben wir hier die Standardsachen am Start. Das Sägewerk auch von Felsparcours. Also das große hier. Ne? Zum Testen hin, zum Hinplatzieren zum Beispiel. Ne? Verkaufsstationen. Haben wir hier jetzt auch nur die Standardsachen dabei. Genau, Gerät, Gewächshäuser auch, Plantagen auch und Generator natürlich auch. Tiere haben wir hier natürlich Kühe Standard von klein bis groß, Pferde von klein bis groß, Schweine von klein bis groß, Schafe von klein bis groß, Hühner, Bienen und dann halt unser Hund. Dann haben wir noch bei Deko noch Standardsachen dabei, also zum Beispiel weiße, beige, Hecken und so weiter, Steinmauern. Lampen haben wir hier auch Standard, genau. Und sonstiges haben wir hier zum Beispiel Weber, eine Markierung, eine Fahnenmarkierung, dann haben wir Verkehrstrommel, Felsenschlucht 1, Felsenschlucht 2, Felsenschlucht 4, kleiner Felsen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann haben wir hier noch eine hölzerne Brücke, die ihr hier hinsetzen könnt mit 1.500 €. Oder ihr könnt halt eine Wasseroberfläche machen. Da müsst ihr ein bisschen zurückgehen. Zack. Und dann könnt ihr die Wasser hinsetzen zum Beispiel. Müsst ihr halt aber das Land ein bisschen nach unten setzen, sonst funktioniert das nicht. Da haben wir noch von klein bis mittel bis extra groß da am Start. Hier zum Beispiel komplett ganz groß. Und da haben wir noch einen Feuerwachturm. Den können wir auch noch draufstellen hier. Und das sind im Prinzip so mit solchen Mods, die ihr halt von der Karte habt. Genau. Des Weiteren habt ihr natürlich bei Mods und DLCs ein Mod hier mit drinne, ein Lizard-Fass, das MKU96. Hat 96.000 Liter, wiegt 7,5 Tonnen, kostet 80.000 € und hier könnt ihr die Hauptfarbe ändern in der Konfiguration vom Tank zum Beispiel in Rot. Oder ihr ändert es halt in Gelb oder zum Beispiel in Grün. Weber habt ihr hier die Felgenfarben von Chrom auf Silber zum Beispiel oder von Silber auf Weiß oder von Weiß auf Schwarz als Beispiel. Ne? So könnt ihr das halt auch verändern. Nummernschild könnt ihr natürlich auch wählen. Ne? Ist natürlich auch am Start. So, wir haben ja aktuell nur ein Mod hier dabei. Also das ist ja halt der Mod für die Karte. Kann halt laden Milch, Wasser, Herbizid und Flüssigdünger. Ne? Und dazu kommen wir jetzt zu den LKWs hier auf der anderen Seite. Genau. So, hier haben wir einmal den MEC am Start, ne? Und den MAN. Dazu steht hier auch zum Beispiel hier Alien Jim. Ja, ist auch schon nice gemacht. Und haben wir halt auch hier so, ich sage jetzt mal so, Bereiche, wo hier zum Beispiel 32.000 Liter im Tank sind.
64.000 Liter im Tank sind oder 96.000 Liter im Tank sind. Jetzt schnappen wir uns zum Beispiel mal den MAN, ne? Und dann haben wir hier vor uns schon zwei Parcours-Anlagen. Die testen wir einfach mal. Und zu gucken, was dann da so Schönes ist. Also im Prinzip wurde die hier halt die Sachen getestet, um auch zum Beispiel einen Tank zu fahren, einen vollen Tank hier hochzufahren. Zum Beispiel. Ne? Ihr seht halt hier rechtsseitig die normale Textur von der Straße. Und linksseitig seht ihr halt auch die Textur von Flugtextur. Da wollte halt man mal gucken, ob man halt auch dieselbe Geschwindigkeit erzielen kann, wenn man halt auch mit der Flugtextur oder beziehungsweise über die Flugtextur fahren kann. Wie ihr seht, habt ihr natürlich hier zwei Parcours oder Parcoursanlagen, sage ich jetzt mal so. Und das wurde einfach gemacht, um die halt die Geräte zu testen, zum Beispiel. Und wie ihr halt im Hintergrund seht, ist alles hier so aufgeschüttet worden. Ne? Und könnt ihr halt die LKWs zum Beispiel testen. Oder halt auch andere Geräte, die halt auch da hochkommen, zum Beispiel. Das wäre jetzt hier dieser Parcours 1, also Hillclimb 1. Und daneben, also hier der, im Hintergrund, den daneben, das ist der Hillclimb 2. Also der Parcours 2. Den gucken wir uns auch mal an. Und fahren dann zum Beispiel mal darüber. Das sehen wir jetzt zum Beispiel jetzt der erste Parcours gewesen. Ne? Jetzt fahren wir einfach mal zu dem anderen. Und fahren jetzt einfach mal hier hoch zum Beispiel. Nur als Beispiel. Ne? Das Video wird dann zu lange dauern, wenn ich euch komplett alles erkläre. Aber ich versuche halt im Grund. Um Grund im Prinzip alles euch so zu erklären, wie es halt passt. So, wir sind hier ein bisschen steiler unterwegs. Ne? Also hier geht es halt ein bisschen steiler nach oben. Und dann sind wir hier zum Beispiel hier oben schon am Plateau. Dann können wir hier über die Karte gucken zum Beispiel. Ne? Da haben wir noch zum Beispiel zwei Anlagen, zwei Testanlagen. Die werden wir auch gleich mal probieren. Und hier geht es direkt steil bergab. Ne? Als Beispiel. Können zum Beispiel langsam fahren. Der bleibt sogar im Hang stehen. Und dann gehen wir einfach mal Gas hier und fahren mal jetzt hier hoch komplett. Ne? Ob wir da hochkommen, ist halt die Frage. Jawohl, wir kommen hier hoch, einwandfrei. Sehr cool gemacht. Und dann fahren wir wieder hier runter. Ist auf jeden Fall auch interessant gemacht. Also da haben die Leute sich mal ein bisschen Gedanken drum gemacht. Ne? Zack, und dann sind wir schon hier unten. Ein bisschen Anlauf nehmen und dann könnt ihr das auch testen oder halt auch schaffen. Je nachdem, welches Fahrzeug ihr holt natürlich. Ihr könnt halt natürlich auch andere Fahrzeuge holen oder halt Pickups, Monster Trucks, etc. Ne? Und das wäre im Prinzip jetzt Parcours 1 gewesen und Parcours 2. Als Beispiel. Nur so als Beispiel halt. Ne? Und hier steht das auch schon da, ne? Hier vorne, Hillclimb 2 und natürlich auch Hillclimb 1. Ja, genau. So, des Weiteren haben wir noch ein Parcours, oder zwei Parcoursanlagen noch. Das wäre zum Beispiel hier die Anlage, so eine Buckelpiste nenne ich die jetzt mal. Und dann können wir zum Beispiel so auch fahren, dass halt der LKW dann auch hier so wie eine Art Testgelände fährt. Ne? Und halt auch je höher der wird von der Geschwindigkeit her, wollen wir den halt auch mal testen. Ne? So wie die es halt die Leute machen. Sodass halt auch keine Fehler entstehen bei der Mod-Entwicklung oder halt des Weiteren. Könnt ihr halt auch aus Spaß mal machen, die Karte zu spielen, ne?
Und wie ihr seht, ist auch schon interessant gemacht. Und oh, hat schon mal. Soll mal die richtige Geschwindigkeit haben dafür. Ja. Ich mache mal hier mal 20 rein. Na, zum Beispiel hier geht hoch runter. Ist auf jeden Fall nice gemacht. Sieht es halt innen drin aus, ne? Hoch runter, hoch runter. Also Fahrwerkstest ist hier auf jeden Fall am Start. Ne? Ist auf jeden Fall aber auch was Nices. Also hat man auch nicht überall auf der Karte verbaut. Ne? Und oh, hat schon mal. Fahren wir die mal zu Ende. Wie weit geht das denn hier noch? Mal gucken wir einfach mal. Aber ich glaube, da ist schon Ende. Sehr gut. Ist jetzt einfach zwei Reihen nebeneinander gesetzt. Dann gibt es halt noch die Bahn hier neben mir. Ja. Und der LKW fährt tipptopp hier. Einwandfrei. Wie gesagt, könnte halt auch mit anderen Geräten arbeiten oder so. Und ist auf jeden Fall nice gemacht. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier die der andere Parcours, der ist jetzt versetzt. Ja. Da sind halt auch die Sachen gefragt, wo man halt auch mal die Achsen versetzen kann oder die LKWs mit gelenkter Achse am Start zum Beispiel. Ja. Hier müssen wir halt ein bisschen langsamer drüber fahren, ist ja klar. Also Vollspeed kann man jetzt hier nicht drüber fahren, sonst fliegt man gerne weg. Zack, zack. Aber ist auf jeden Fall auch interessant gemacht. Da kann man zum Beispiel Parcours machen. Also wie gesagt, die ist Crossplay, die Karte. Da könnt ihr auch Events machen, ist auch sehr nice. Und hat schon mal, also interessant auf jeden Fall. Wenn wir mal hier wegfahren gerade, kommen wir auch hier raus. Ja, genau. Dann können wir hier rausfahren. Ne? Als Beispiel. Nur so als Beispiel, ne, damit ihr halt auch sehen könnt, was man da so machen kann. Zum Beispiel. Des Weiteren haben wir hier daneben noch was, sehe ich gerade. Hier laufen noch ein paar Tiere rum, die sind halt nur Deko, also ihr habt keine Weidenflächen oder so. Wir haben ja auf jeden Fall noch eine, im Prinzip eine Flugtextur, da könnt ihr durchfahren nur. Und hier im Rouge, ne, und wie ihr seht, könnt ihr halt auch hier durchfahren, ne, verschiedene Texturen, Arten, ne. Gerade Fläche hier, gerade Strecke hier. Da könnt ihr auch gucken, wie halt die Zeit ist von der Flugtextur, wenn ihr da durchfahren tut. Oder halt über die Straßentextur oder halt über die normale bemalte Textur zum Beispiel. Ja, nur als Beispiel, um die Sachen halt zu testen auf Endgeschwindigkeit. Genau, als Beispiel jetzt mal nur so. Des Weiteren haben wir hier natürlich auch noch so einen Kreis hier. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ja. Da können wir zum Beispiel mit den Geräten im Kreis fahren. Ne? Auch für kurvenreiche Strecken gedacht. Ne? Und auch interessant. Des Weiteren haben wir hier, ich habe fast ganz vergessen, gehen wir mal gerade hier hin, Viehhandel noch kurz. Ne? Was haben wir denn noch hier stehen? Genau, Viehhandel und Wasser. Einfüllstutzen, ne? Und dann haben wir hier gegenüber halt noch eine Weinbauanlage. Also da könnt ihr halt den Wein oder die Trauben noch ernten oder Trauben machen. Und daneben haben wir noch eine Olivenanlage. Die geht halt von hier unten bis hier oben hin. Hier oben haben wir noch zum Beispiel drei Testfelder. Ne? Einmal mit Weizen, mit Mais und mit Zuckerrohr. Das könnt ihr jeweils alles ernten, ist nämlich auch alles erntereif.
wenn ihr am Anfang auf die Karte kommt, ne, und so sieht halt die Karte von oben aus, als wäre es halt wie so ein Pad oder Notebook. Schlüssel unten links und Taste oben rechts, ne, und halt oben dann halt auch den Stift als Beispiel. So, jetzt kommen wir zum letzten und zum besten, wie man das ja so schön sagt. Und da haben wir hier so eine Art Parcours, eine Felsparcours. Darum geht es ja eigentlich auf der Karte. Wir gucken uns das erstmal ein bisschen von oben an, ne? Also wir starten zum Beispiel mit dem Traktor hier und fahren hier über die Felsen. Hier steht halt auch immer Pylonen hier am Start, ne? Fahren wir hier hoch zum Beispiel, dann hier rüber, dann hier hoch, ne? Dann über die Baumstümpfe oder über die Bäume. Dann hier über das Wasser, dann nochmal hier über die Bäume, hier runter, dann kommen wir hier wieder hier hoch. Dann geht es hier durch die kleine Schlucht, wiederum hier hoch auf die Seite, dann natürlich wieder hier ganz hier oben hin. So, dann kommen wir hier auch zu einer kaputten alten Brücke. Na, die müssen wir auch überqueren. Dann geht es dann hier weiter, hier nach oben, zu den Ballen zum Beispiel. Dann geht es wieder weiter hier runter, auch wieder über die Baumstämme zum Beispiel. Dann haben wir hier nur so eine Art Mikado-Spiel, weil da die Baumstämme oder die Eisenträger, was das ist, einfach hingeknallt worden sind. Und da müssen wir auch drüber fahren. Dann geht es natürlich hier hoch, dann wieder hier hoch, dann wieder hier runter natürlich. Über dieses Plateau, über diese Baumstümpfe noch. Steine hier, dann geht's hier wieder durch das Stage 2, also durch die Etappe 2. Ne? Hier ist Start. Dann geht's hier durch die Schlucht zum Beispiel. Über die Autos, ne? Die haben wir als Deko hingesetzt. Durch die Schlucht hier hoch. Ne? Am Wasser vorbei. Ne? Muss ja gucken, am Wasser vorbei. Hier hoch. Unter den Baumstamm, drunter, dann wieder hier durch die Schlucht nach oben, hier durch, geradeaus durch, an den zwei Bäumen hier vorbei, hier hoch natürlich, und dann geht es natürlich wieder weiter nach oben. Ist auf jeden Fall interessant und macht schon was, auf jeden Fall, sehr nice. Dann geht es hier wieder hier runter, ist auch ein bisschen knapp hier, wenn man das mal so sieht, ne? Unter die zwei Steine hindurch, hier hoch, über die Fässer hier, wenn wir das packen, und dann hier rüber, dann hier runter. Okay, also das wird auf jeden Fall nice. Dann hier rüber, dann hier runter wieder, an den Bäumen vorbei, über die Holzstämme, und dann hier über das letzte Etappenziel. Und dann seid ihr auch schon am Ziel angelangt. Genau, hier steht auch ein bisschen Deko rum. Genau, ich würde euch das nochmal einfach mal zeigen hier. Und fahr jetzt nochmal hier ein bisschen hoch. Ich fahre einfach mal hier jetzt zum Beispiel quer hoch. Ja. So rüber hier. Und dann einfach hier so rüber. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, ne, dass er nicht umkippt. Dann bin ich eben natürlich so quer hochgefahren. Ah, ist manchmal nicht so ganz easy, so hochzukommen. Aber einfach mal probieren, genau, probieren geht über studieren, wie man das so schön so sagt. Und ja, hat schon mal, also da ist bisher ein bisschen Ding, so dass er halt ohne den Traktor umschmeißen tut. Zack, sind wir schon oben, einwandfrei. Dann geht es das nächste Etappenziel hier hoch. Genau, einfach hier hochfahren dann.
Dann geht's hier drüber. Uiuiui. Also ich fahre jetzt mal nur den Weg mal durch, um das mal ein bisschen zu zeigen einfach. Ja. Da müsst ihr halt auch genau fahren, ja, sonst landet ihr im Wasser. Als Beispiel. Zack. Genau hier hoch, dann hier rüber. Ja. Die haben zwar Collidi-Sachen, also Kollision haben die, aber man kann sie wegbewegen. So dass dann halt auch vom Fahren her ein bisschen besser ist. Ne? Und man auch besser mal klarkommt. Als wenn die Sachen jetzt auf einmal wegrollen. Ja, hier mal ein bisschen tricky wieder. Man kommt hier wieder mal auch zum Teil schwer hoch. Muss ja mal gucken, wenn man halt den umkippt. Oha. Oha. Und das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend. Sehr spannend sogar. Und Hartwart auf jeden Fall. Ist Hartwart. Man muss ja ein bisschen überlegen, wie man fahren tut. Ja. Und da sind auch schon so einige Sachen sehr gefragt drüber. Ja, zum Beispiel rückwärts hochfahren, geht das? Jawoll, einwandfrei, cool. Geht sogar rückwärts hoch. Ihr habt aber einen geringen Platz hier zum Beispiel. Da kann man ja einfach nochmal drehen. Ja. Und dann will ich mal sagen, fahren wir noch einmal hoch, dann bleiben wir stehen. Fahren wir uns bis zur Brücke noch hoch oder versuchen das noch bis zur Brücke zu fahren. Und dann sind wir schon hier oben. Also echt schon interessant gemacht, auf jeden Fall. Muss ich mal sagen. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier natürlich mit runterfallen. Genau, als Beispiel jetzt. So. Bis hierhin gefahren wir. Da sind wir gefahren. Ne? Das war halt auch mal auch wieder eine schöne Map-Vorstellung. Ne? Felsparcours heißt die Karte, wie gesagt. Da könnt ihr euch austoben, wie ihr das möchtet. Ne? Oder halt auch die Karte für Events benutzen oder sogar mehr. Wie gesagt, falls ihr aber gerne noch Fragen habt, Anmerkung oder doch gern mehr, könnt ihr gerne unten unter das Video kommentieren, ne? Und falls ihr gerne auch auf dem Livestream mal Lust habt vorbeizuschauen, schauen auch gerne bei Rennen Agrar vorbei, also bei mir im Twitch, da sind wir auch ab und an mal live, oder kommt auf unser Discord, wenn ihr möchtet, da könnt ihr euch zum Mitspielen bewerben, denn wir suchen gerne immer noch neue Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.